Eigentlich sollten die Grundschulen in Rheinland-Pfalz ab dem 1. Februar einen Wechselunterricht anbieten. Wie das Bildungsministerium am Donnerstagmorgen mitteilte, wird dies nun doch zurückgestellt. Grund dafür sei ein vermehrtes Auftreten der Virusmutation im Nachbarland Baden-Württemberg. Die Entscheidung zu diesem Schritt sei nach Beratung mit Experten der Universitätsmedizin in Mainz erfolgt, so Bildungsministerin Stefanie Hubig. Auf der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wird es auch weiterhin zu verstärkten Verkehrsbeschränkungen kommen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Laufende Messungen an der Brücke hätten gezeigt, dass das Verkehrsverbot für den Schwerlastverkehr mit steigender Tendenz immer wieder missachtet wird. Um die Standsicherheit der Brücke nicht zu gefährden, sind somit weitere Beschränkungen für den Straßenverkehr erforderlich. In den nächsten Tagen wird die Überfahrt auf Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7,5 Tonnen begrenzt und alle Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht dürfen darüber hinaus nur noch mit einer Geschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometer über die Brücke fahren. Aufgrund von Lieferengpässen müssen die Bürger im Land und der Region bei den Corona-Erstimpfungen jetzt eine längere Pause hinnehmen. Das teilte jüngst Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler mit. Demnach würden in den Impfzentren im Land in den kommenden 3 Wochen lediglich Zweitimpfungen verabreicht. Die Landesregierung plant aber, dass sich bestimmte Menschen per Antrag früher impfen lassen können. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.